Was Klassisches? Pferde. Ich habe so ein bisschen Angst vor Pferden. Die sind so ein bisschen unberechenbar, oder? Die sehen immer so aus, als ob die irgendwas aushecken. Tun sie auch ständig. Ist das ein Islandpony? Nein, ein Islandpferd, bitte. Das ist ein isländisches Pferd? Ja. Geil. Also geleite mich zu dem Rennstall meines Vaters. In der Tat, Milord. Ich fühle mich wie so ein reiches, dekadentes Arschloch. Wir müssen reich lachen. Kannst du reich lachen? Junge, Junge, Junge. Definitiv ein männliches Pferd. Boah. Was ein Gerät. Ein herrlicher Hengst. Wallach. Ein fruchtbarer Hengst. Ach, Wallach? Ja, Wallach. Ein fruchtbarer Wallach. Dem Luke sollte mal jemand erklären, dass ein Wallach ein kastrierter Hengst ist. Von wegen Fruchtbarkeit und so. Vollidiot. Wenn es dir zu schnell wird, du willst anhalten, sagst du einfach nur ho. Dann steht er. Nur ho. Wie gibt man Gas? Ja? Ja, dann machst du, als wenn du so Küsschen verteilen wolltest. Ne? Da reagiert er eigentlich ganz cool drauf. Brrr, ist anhalten, ist Gas. Ja, quasi. Okay, wie bei Frauen. Muss ich den auch so ja. mit den Hacken du in die Seite treten? Vorsichtig, ne? So tippen, aber nicht reintreten. Ne? Also die sind ja da schon sehr empfindlich. Fabelhaftes Animal ist das. Ich werde es kaufen mit dem Geld meines Vaters. Dann kaufe ich dich gleich mit. Nein. Ich möchte nicht, aber da kommt gelber Schmodder aus dem Mund. Gelb. Ja, klar. Warum gelb? Weil er gerade Gras gefressen hat. Und Gras ist bekanntlich gelb. Toll. Aufsatteln! Langen Fuß da rein. Eins, zwei, drei. Das sah ja schon mal super aus. Eins, zwei, drei. Ach du Scheiße, ich hab total Angst. Ich hab richtig Angst. Oh Scheiße. Geradeaus, Bruder. Wow, wow, wow. Geradeaus. Das ist schon ein bisschen ein Paradox, ne? Weil du willst natürlich schnell durchs Ziel, aber auf der anderen Seite hast du Angst und denkst, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. So, bisschen wie beim Sex. Ja! Ja! Nein! Nein, ins Ziel! Nicht in die Kamera, ins Ziel! Ey, und dann bleibt dieses kamerageile Drecksstück einfach vor der Kamera stehen. Ja, ich kann es schon verstehen. Ins Ziel! Ins Ziel! Ah! War dann doch ein kleines Stückchen eher über der Linie. Der Pferd hat gerade voll gefurzt, Mann. Ja gut, das hast du auch verdient. Warum bist du stehen geblieben? Der wollte zur Kamera. No ho, no ho. Wohin? No ho, no ho. Pilot. Das ist ja nicht wie so ein Auto, da kannst du nicht bremsen oder sowas. Was soll ich machen? Auch einen Ohren ziehen oder was? Wow, wow, wow. Ich hätte zwei Wünsche vor dem Rennen. Erstens, dass ich nicht auf die Fresse fliege. Zweitens, dass Luke auf die Fresse fliegt. Hat nicht funktioniert. Ist vom Pferd gefallen? Ich will es nicht angeben, während Pfizer stirbt, aber ich hab's total drauf. Ich hab jetzt wirklich die getan. Oh! Warum ist das fucking Pferd weitergelaufen? Ich hab 20 Mal No-Ho gesagt. No-Ho war Stopp? Ja. Bist du nicht der Weihnachtsmann? Ich würde ihn jetzt mal ins Krankenhaus bringen. Ist dein Ernst? Ja. Was so Muschi ist, ich geh da nicht hin. Also, geht's soweit gut. Den kriegen wir wieder hin, auch wenn das jetzt dramatischer aussieht, als es dann ist. Aber der kommt jetzt erstmal ins Krankenhaus und dann peppeln wir den wieder auf. Ich komme wieder. Und ob ich wiederkommen werde. Das war's von den Roadrunners mit Luke und mir. Eine weitere verrückte Aktion von uns beiden. Wenn ihr aber verrückte Aktionen nur von mir sehen wollt, ich habe auch einen eigenen YouTube-Channel, besucht mich dort. Hier findet ihr den Link dazu und da gibt's ganz viele Videos von mir. Viel Spaß. Ciao.